Sprungsalto und Eintauchen. Die nächste auf dem Sprungturm ist Polly Pocket. Ladies und Schwimmtiere. Sie fordert die Physik heraus, denn sie wird abspringen, sich drehen und dann eintauchen. Und dabei trägt sie einen originalen Badeanzug von Laila. In Sachen Mode ist ihr damit bereits goldsicher. Und jetzt geht's los! Ja! Sehr gut! Dieser Sprung war klasse. Der Badeanzug kam super zur Geltung. Danke, ihr Süßen. Aber wo ist mein Medaillon? Und wieso sinken wir denn bloß? Oh nein, mein Medaillon! Es treibt im Strudel auf den Abfluss zu. Du musst 180 Meter tauchen, um es wiederzuholen. Ich hab's. Und Guss! Das war aber ganz schön eng. Ich weiß, der Sommer in Littleton ist langweilig. Aber mein Medaillon fast im Abfluss zu verlieren, ist nicht die Art von Abwechslung, die ich will. Ich wünschte, in Littleton gäbe es ein richtiges Schwimmbad. Die Sommerferien sind ja für alle eine Katastrophe. Ganz genau so ist es. Alle haben gepostet, dass leider gar nichts los ist. Hey, ich weiß was. Wie wär's denn mit einem Schwimmbad für alle? Und dann eine kleine Poolparty. Und so verwandeln wir Pfadhausen in Wunderbarstadt. Ja! Oh, wir brauchen ein Motto. Dürfte ich etwas Astronomisches vorschlagen? Eine Poolparty auf dem Mars. Und wir tragen galaktische Mars-Outfits. Und direkt am Pool könnte eine Modenschau stattfinden. Und es gibt eine Live-Vorstellung des strahlendsten Sterns der gesamten Galaxie, Shani. Oh, natürlich mit einem fantastischen Sprung aus dem Weltall. Metaphorisch gesprochen. Das wird die Party unserer Träume. All unsere Freunde werden sie lieben. Wartet. Sie dürfen ja nicht mitkriegen, dass sie geschrumpft werden. Das ist alles nur Optik, nur eine Frage der Perspektive. Wenn unsere Gäste nicht sehen können, was sie glauben lässt, sie wären klein, werden sie das auch nicht tun. Wir bauen ein Zelt vor den Mini-Pool. Dann decken wir den Mini-Pool ab, und zwar mit einem eigenen Miniatur-Marshimmel. Wir sagen allen, dass sie ins Weltall reisen. Sie werden nicht mal merken, dass sie schrumpfen. Intergalaktisch brillant! Diese Nacht wird die Mode singen, Turmspringen, Megaparty! Und Littletons größter Sommerspaß aller Zeiten! Der Laufsteg führt einmal um den Pool oder hindurch. Meine Bühne muss sehr hoch sein für erstklassige Superakustik. Okay, Genie, scan und sende die Vorlagen zum Drucken. Scannen. An den Drucker senden. Hast du dir das ohne mich ausgesucht? Shani und ich haben das mit dem 3D-Drucker gemacht. Ein simples Chipset und ein Codeschnipsel. Das ist meine neue Pocket-Uhr. Sie ist gekoppelt an Genie, hat ein integriertes Navi, einen Laserscanner, einen Hologrammprojektor, einen Mini-Mikroprozessor und sie ist wasserdicht. Coole, funktionale Mode. Fabelhaft. Mal sehen, ob mein Vater noch mehr Farbe in seiner Werkstatt hat. Und genau deshalb sollten Sie uns engagieren, Mr. Moneyweather. Mit Pocket-Architektur wird Littletons Gemeindezentrum zur ersten Anlaufstelle für Familien. Oh, die Proportionen sind nicht symmetrisch, oder? Vielleicht sind meine Augen aber auch nicht symmetrisch. Ich fand es gut, bis zu dem Teil mit der Symmetrie. Erzähl das keinem Kunden. Mr. Moneyweather ist noch gar kein Kunde. Ich muss ihn bei dem Abendessen überzeugen und beweisen, dass Littleton mein Gemeindezentrum braucht. Hübscher Tanz. Hey, Papa, kann ich mir Farbe ausleihen für, ein Projekt? Super cooles Modell. Ah, Vorsicht! Der Klebstoff trocknet noch. Wow, was für ein schönes Gemeindezentrum. Oh, ist das ein Kino? Und da ein Sportplatz? Und dann diese gemütliche, offengestaltete Vorhalle. Genau das braucht Littleton. Danke, mein Polly-Schatz. Tja, das ist genau die Begeisterung, die ich für meine Präsentation brauche. Hey, Polly,
Willst du mir dabei helfen beim Abendessen? Klar. Was soll ich tun? Ich werde etwas über die Architektur erzählen. Und du sagst, dass Littleton einen Ort braucht, an dem sie Familien treffen können. Ich habe eine 1 in Rhetorik bekommen. Das wird also ein Kinderspiel. Wir sind das dynamische Vater-Tochter-Duo. Es ist übrigens heute Abend. Sie hat mich gehört. Sie hat mich gehört. Polly, das ist die perfekte Farbe. In ein paar Minuten wird die Bühne fertig gedruckt sein. Tragen Marsianer eher coole Flipflops oder elegante Espadrille? Laut der Invasion der fabelhaften Marsianer sind Flipflops wohl passender. Eingehende Nachricht von Nicholas. Er hat alle Zutaten fürs Eis. Und ich habe Grünkohl-Lebensmittelfarbe für den echten Mars-Look. Welche Familie würde hier nicht gern Zeit verbringen? Ah, Mr. Moneyweather, kommen Sie rein. Danke sehr. Sind Sie bereit für ein Abendessen und eine Präsentation, die Sie umhauen wird? Mr. Pocket, von etwas umgehauen zu werden, klingt nicht sehr angenehm. Hätte Polly uns sagen sollen, dass Ihr Vater heute Abend Besuch kriegt? Sollten wir diesem Mann sagen, dass er die Haare von jemand anderem trägt? Hätte Papa mir sagen sollen, dass eine Präsentation am Abend der Poolparty ist, von der er nichts weiß? Nein, eher nicht. Hey, Polly, komm doch mal runter. Das ist meine Tochter Polly. Sie ist ein wichtiger Teil meiner Präsentation. Ganz genau. Ein wichtiger Teil, riesig. Aber zuerst, da bin ich für eine klitzekleine Sekunde draußen. Bin gleich zurück. Gleich zurück? Was in aller Welt? Ich hatte Papa versprochen, ihm zu helfen, wusste aber nicht, dass es schon heute Abend ist. Kann mir jemand mit der Eiscreme helfen? Nicholas, perfektes Timing. Hilfst du uns, die Party am Laufen zu halten, während Polly ihrem Vater hilft? Polly hilft ihrem Vater bei einer Präsentation für einen Mann, der noch nie gelacht hat. Ich kann's versuchen, aber da scheint was aus dem Ruder zu laufen. Wir haben so viele Rückmeldungen gekriegt, dass die Website nicht mehr geht. Und um ehrlich zu sein, habe ich Angst, dass nicht genug Eiscreme für alle da ist. Wie kannst du dich nur vor der tollsten Poolparty von Littleton drücken? Eingehende Nachricht von Papa. Polly, mein Schatz, komm wieder rein und lass uns Mr. Moneyweather erzählen, wie wir als Familie zusammen eine schöne Zeit haben. Kein Problem. Ich zische schnell rein und helfe Papa, während ihr euch um die ersten Gäste kümmert. Wie schlimm kann das schon sein? Willkommen alle zusammen. Die Sache mit meinem Papa dauert nur eine Sekunde. Also ich halte mich ran und ihr bringt die Gäste zum Pool. Polly, ohne dich geht das Schrumpfen aber nicht. Richtig. Alle Mann, mir nach. Die Party, die ihr gleich alle zusammen erleben werdet, findet auf dem Planeten Maus statt. Ich kann nicht sehen. Ja, das mag seltsam klingen, aber glaubt mir, es ist viel sicherer und viel schicker und dunkler. Sehr dunkel. Na los, Leute. Nehmt eure Hände und macht euch bereit für die Reise in den Weltraum. Jetzt schließt eure Augen und stellt euch die galaktisch coolste Party der Welt vor. Ein wirkliches Highlight. Weltraumparty! Und klein! Hier entlang. Die Augen bleiben zu. Ihr wollt doch die Überraschung nicht verderben. Okay, macht die Augen auf. Springt rein oder schwingt euch rein oder taucht ein. Oder benutzt einfach die Treppe, aber geht bitte kontrolliert und langsam abwärts. Ja, und probiert einen Saturn-Eisbecher oder einen Milchstraßenshake. Und freut euch auf die Höhepunkte dieses Abends. Eine Modenschau. Einen Live-Auftritt. Und einen tollkühnen Sprung aus dem All. Ausgeführt von Polly. Das war doch ein Kinderspiel. Jetzt, wo alle da sind, erledige ich kurz die Sache mit Papa. Komm schnell zurück. Du weißt doch, dass mir grün nicht steht. Nataluk, Schwester. Mein Vater ist wahrscheinlich zu bescheiden, um mir das zu sagen, aber er ist einer der besten Architekten von Littleton. Polly? Ja, sein Verstand ist wirklich super. Und er hat viel im Kopf. Aber das Gemeindezentrum ist ein Projekt, das ihm am Herzen liegt. Er will einen Ort, an dem sich Familien aus der ganzen Stadt zu Hause fühlen. Ja, zu Hause, wo man eine Badekappe zum Essen trägt. Oh, das ist keine Badekappe. Das ist ein Schlaffrisurenschutz. Aber da ich nicht vorhabe, während des Essens zu schlafen, werde ich... Ach,
Also sowas hab ich noch nie. Oh nein, ihr Tub... Oh, ihr wunderbares Haar. Es tut mir so leid. Bitte verzeihen Sie, Sir. Sie müssen verstehen, meine Schwester hat noch nicht viel Zeit in kultivierter Gesellschaft mit Gentlemen wie uns verbracht. Sie sehen aus, als bräuchten Sie... Haarspray. Ich gehe nach oben und hol Ihnen welches. Holly, warte! Wow, Nessie! Wo warst du bloß? Die kleine Susi vertilgt alle Eisbecher. Und Lila brüllt mich die ganze Zeit an, weil du nicht da bist. Na los jetzt! Oh, man kann der Mode hinterherrennen oder der Zeit hinterherrennen. Ab auf den Laufsteg, Süße! So cool! Lass uns das rocken! Komm schon, Shani, du rockst es. Blaue Wellen ziehen an mir vorbei, Sterne funkeln am Himmel so klar. Meine Freunde und ich fühlen uns frei, als könnten wir fliegen, wunderbar. Wunderbar, Lila. Aber ich muss jetzt los. Mein Papa zählt auf mich. Aber wir brauchen dich. Diese Party braucht dich. Nur weil Shani dich von oben sehen konnte, war ihr Lampenfieber schneller weg als die Kaki-Capris der letzten Saison. Apropos Mode. Das erste Teil meiner Sommerkollektion ist ein Modefloß, ein Schwimmring und ein Badeanzug in einem. Lila, hol mich hier raus. Ich muss jetzt ganz schnell los. Ich habe einen Luftabzug vergessen. Du musst also warten, bis die Luft raus ist. Polly! Oh, ich muss mich beeilen. Ich bin gleich zurück, versprochen. Keine Sorge, alles wird gut. Aber Polly! Ja! Hey, kein Eis mehr für dich, du kleines Zuckermonster! Zu meiner Zeit haben die Kinder noch Zeit mit ihren Eltern verbracht. Aber diese ungezogene Generation interessiert sich überhaupt nicht für ältere Leute. Das da runterdrücken? Eine Sekunde. Und das hier runterdrücken? Okay. Papas Gemeindezentrum wird alles ändern. Es hat ein Kino für Familienabende, dazu einen Sportplatz, auf dem Eltern und Kinder spielen können und ein Familienrestaurant, das allerbeste der Stadt. Hm, das klingt interessant. Oh nein, ich mach das schon. Ich werde dir helfen. Was ist denn hier los? Mir geht gerade die Luft aus. Entschuldige. Kann ich helfen? Gelegentlich leide ich nämlich auch unter solchen... Mr. Moneyweather, geht es Ihnen gut? Das wird Spuren hinterlassen. Oh, wir holen ein paar Handtücher. Keine Sorge, Soße geht immer sehr gut raus. Sie hätten dieses T-Shirt letzte Woche sehen sollen. Ich habe praktisch in dem Zeug gebadet. Eingehende Nachricht von Nicholas. Susi muss jetzt aufs Töpfchen. Hei, ei, ei. Also das sagen die Kinder heutzutage so. Susi muss jetzt aufs Töpfchen. Das heißt, Zeit, mir Handtücher aus der Garage zu holen. Bin gleich zurück. Und da war es wieder, dieses Bin gleich zurück. Und gleich. Ich muss mal. Hey, Susi. Lindsay, ich bring euch beide raus. Nein. Sie hat Angst vor der Dunkelheit. Das verstehe ich total. Doch jetzt ist es Zeit, ein großes Mädchen zu sein. Okay, Susi? Es ist Zeit für und groß. Vielen Dank für diese galaktische Party, Polly. Schade, dass wir deinen Sprung nicht mehr sehen können. Was genau das war, was ich gerade tun wollte. Viel Spaß im Badezimmer. Tschüss.
Ich bin ganz sicher, beim Waschen geht die Soße aus ihrer Hose wieder raus. Und es tut mir leid, dass ich nichts anderes zum Anziehen für sie hatte. Oh, komm her, Pax. Er braucht eine neue Windel. Entschuldigt mich. Oh, verzeihen Sie bitte. Da muss ich rangehen. Hey, Alter, nichts los. Ich bin nur bei einem super wichtigen Geschäftsessen meines Vaters. Kinder, habe ich nicht recht? Polly wird jede Minute hier sein, um Ihnen zu erklären, wie das Gemeindezentrum die Familien zusammenbringt. Schon klar. Obwohl Sie es nicht schaffen, Ihre eigene Familie an den Tisch zu bringen. Sprung mit Salto, Drehung und Eintauchen. Yeah, Polly! 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 Eingehende Nachricht von Piers. Oh. Polly! 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 Entschuldigt, Leute, Familie geht vor. Und meine braucht mich jetzt. Das ist wirklich schade. Was hast du vor? Multitasking heißt multi-viele Fehler. Meine Familie braucht mich. Will jemand noch einen Milchstraßen-Milchshake? Ja? Ja? Wo ist Mr. Moneyweather? Er geht gerade, Polly. Ich habe Ihr Modell noch nicht gesehen, Mr. Pocket, aber was Ihre Familie angeht, na ja. Wissen Sie, Ihre Tochter ist ja wirklich ein... Naseweiß. Polly ist ein sehr engagiertes Kind. Sie war vielleicht ein bisschen abgelenkt heute Abend, aber wir sind davon überzeugt, dass Littleton einen Ort wie diesen braucht. Einen Ort zum Spaß haben. Mr. Pocket, ich habe auch noch mit anderen Architekten Verabredungen. Mr. Moneyweather, warten Sie, Sie können noch nicht gehen. Wir sind nicht... Ich habe meinem Papa was versprochen. Helfen Sie mir, das zu halten. Sie haben mich überzeugt, junge Dame. Wie Sie heute selbst gesehen haben, können Kinder Familienpflichten auch mal vergessen. Doch in dem Gemeindezentrum von Papa werden Kinder mit ihren Eltern Zeit verbringen, so oft es geht. Jeder Raum hat ein anderes Motto. Jede Familie ist willkommen. Das ist cooler als die coolste Party. Na gut, Zeit für das Modell. Ich hole es. So hatte ich mir das mit dem Salto und dem Eintauchen aber nicht gedacht. Bitte sei nicht kaputt, bitte sei nicht kaputt, bitte sei nicht kaputt. Oh, das ist mies, das ist unglaublich mies. Was soll Papa jetzt vorzeigen? Wisst ihr was? Wir hatten noch gar keinen Nachtisch und meine Mama macht tollen Käsekuchen. Was ist denn das für eine ungleiche Aufteilung unmöglich? Pierce, bitte, hilf mir, sie hinzuhalten. Ach, was ist nur los mit mir? Ich habe die Erdbeeren vergessen. Wir haben ganz frische im Garten. Bin gleich... Ach, egal. Was glauben Sie, wie viele Sorten von Käsekuchen es wohl auf der Welt gibt? Zählen wir alle auf. Polly! Wo warst du denn? Du bist ja als Spaßbremse besser als Susie. Doch jetzt bleibst du hier, oder? Nein, wir müssen alle Gäste und dazu noch den Pool hier rauskriegen. Jetzt! Was? Ich weiß, die Party ist der Hammer, aber ich habe leider Mist gebaut und muss das korrigieren. Wir helfen dir. Was brauchst du? Hey! Wisst ihr, was noch besser ist als eine intergalaktische Gala? Ein cooler Tanz zurück zur Erde. Da, 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 da! Anscheinend gibt es eine unendliche Anzahl verschiedenster Käsekuchen. Aber wenn es sonst nichts weiteres gibt... Doch, gibt's! Mr. Moneyweather, Sie müssen sich etwas ansehen. Was? Wo ist mein...
mein Vater hatte ein Modell für das Gemeindezentrum, natürlich. Doch konzentrieren wir uns auf den Pool. In einem solchen Pool hat mein Papa mir das Schwimmen beigebracht, als ich klein war. Und später hat Mama meine Hand gehalten, als ich das erste Mal vom Sprungbrett sprang. Und Pierce und ich haben Wasserschlachten veranstaltet. Sogar Pex planscht gerne. Ein Pool bringt Familien zusammen. Ein Gemeindezentrum mit einem Pool wäre absolut fantastisch. Mann, oh Mann. Gerade als ich dachte, dass es nicht mehr schlimmer werden könnte. Stellst du alles wieder auf den Kopf? Es ist ganz fabelhaft. Ist das eine Reifenschaukel? Ja. Als ich klein war, hatten wir genauso eine über dem Teich. Mein Vater hatte sie für mich angebracht. Mr. Moneyweather, ich habe zwar das Gemeindezentrum entworfen, aber nicht diesen Pool. Das war Polly. Ich weiß zwar nicht wie und wann, aber ich finde Ihre Idee ganz wunderbar. Klingt, als hätte diese Familie doch noch zusammengefunden. Und wir möchten unsere Idee mit der ganzen Stadt teilen, damit alle Familien zusammen Spaß haben können. Dem stimme ich zu. Ich muss mir keine weiteren Entwürfe mehr ansehen. Das hier soll Littletons Gemeindezentrum werden. Sieh einer an. Er lacht doch. Ich kann es kaum erwarten, bis das Gemeindezentrum deines Vaters steht. Ja, auf Wiedersehen, Langweilstadt. Hallo, hippe Heimatstadt. Und bis alles steht, ist Pollys Pool das allerbeste Sommerferienziel. Wasserschlacht! Oh nein, das tust du nicht, Nicholas Wells. Und klein! Alles klar, Coach. Ich muss diesen Lauf schaffen, wenn ich beim Winterfest im Rocky Talkie Resort Gold gewinnen will. Kann dann bitte, bitte, bitte endlich Schluss sein? Ich muss noch für Hawaii packen. Verstanden. Bereit, wenn du es bist, Chani. Wir sind startklar. Oh, was für ein Schlusslauf. Schlussverkauf? Wo? Ich finde immer die besten Sachen im Schlussverkauf. Nein, dieser Schlusslauf mit einem Sturz, bei dem alles wegfliegt, wie gerade bei Polly. Polly! Polly! Meinen Hündchen! Und groß! Und groß! Ich sagte, und groß! Oh je, wo ist das hin? Es war doch grad... Polly, ich habe keine Sekunde an dir gezweifelt. Was? Das meine ich ernst. Und groß! Polly, Schatz. Ja, Papa? Es ist Zeit für die Rocky Talkie Mountains. Oh, hi, Lila. Shani? Dieser Skianzug steht Ihnen super, Mr. Pocket. Daddy cool, durch und durch. Danke, Lila. Der hat mir schon 1986 gepasst und passt mir immer noch. Au, ah. In 20 Minuten geht's los. Ja, mein Flieger geht auch schon bald. Ich muss noch packen. Hier ist Kleidung für dich. Ein stylisches und praktisches Outfit für jeden Anlass. Wenigstens werdet ihr beide Gelegenheit haben, eure Frühjahrsgarderobe vorzuführen. Ich sehe
sitze hier fest. Leider. Ritten ist schon in der Schulzeit langweilig. Wie soll es erst werden, wenn alle in den Frühjahrsferien weg sind? Du kannst dich doch sehr glücklich schätzen, Layla. Zeit zu Hause bedeutet, du kannst Filme sehen, Bücher lesen und die Fangeschichte fertigstellen, an der du gerade schreibst. Ja, oder die Minuten zählen, bis ihr wieder zurück seid. Keine Sorge, wir bleiben in Kontakt. Ich brauche meinen Modecoach und meinen Sportcoach, um beim Winterfest Gold zu holen. Wir werden dir ein paar coole Souvenirs mitbringen. Versprochen. Oh, denk bitte dran. Edelsteinfarben stehen mir am besten. Danke. Oh yeah, ich hoffe, die Rocky Talkies sind bereit für den alljährlichen Besuch von Pierce Pocket. Ja, darauf kann sich keiner vorbereiten. Ich liebe es, dass sich hier nie etwas ändert. Das finde ich auch, mein Schatz. Passt auf, nicht, dass ihr euch den Hintern verbrennt. Oma, du bist endlich da! Ich habe doch versprochen, dass ich mir einen Ausflug hierher nicht entgehen lasse. Lasst uns loslegen. Ich will in den Whirlpool, dann zur Eislaufbahn, danach der Whirlpool und die Eisskulpturenausstellung und zum Schluss ein Sonnenuntergangsbad im Whirlpool. Ich mag deine Art zu planen, Pierce. Er ist so süß. Wie heißt der denn? Ah, Paxton, mein kleiner Bruder. Oh, ew. Und du kommst mit mir. Hey, praktisch sind wir dieselbe Person, genetisch betrachtet. Ich muss für Gold beim Winterfest trainieren, ganz besonders für Snowboard Cross. Ich bin dabei, Polly. Ziehen wir unsere Wintersachen an und ab in den Schnee. Ja! Kleine Warnung, ich habe hier ein paar schwere Wettbewerbe erlebt. Genau deswegen haben wir ja auch im Taschenformat trainiert. Jedes Jahr, wenn wir hier waren, habe ich mir gewünscht, selbst mal beim Winterfest-Wettbewerb Gold zu gewinnen. Jetzt bin ich alt genug, um teilzunehmen und gebe alles. Siehst du die Sonne? Ja! Gerade sind zwei Delfine unter einem Regenbogen über ein Segelboot gesprungen. Ich habe ja auch eine gute Zeit auf der Couch und sehe mir mit Bonita Filme an. Gerade haben wir Quacknophobia gesehen, die herzzerreißende Geschichte eines Jungen und seiner Angst vor Enten. Den muss ich unbedingt auch sehen. So, sind die Trainerinnen fertig für unsere erste Trainingsrunde? Logisch! Sekunde, zeig mir deinen Anzug. Der ist so heiß, da wird sogar der Schnee schmelzen. Danke, Layla. Wünsch mir Glück. Kamera-Check. Mikro an. Okay, und jetzt geht's los. Oma, ist alles in Ordnung? Oma? Ich, ja. Layla, Shani, ich ruf zurück. Oma? Wollen wir nicht lieber eine heiße Schokolade trinken? Ja, sicher, Oma. Wärmen wir dich auf. Das ist der Siegerpokal des Festes. Cool. Moment mal, bist du das? Ja, das bin ich. Zweifacher Meister. Aber das ist schon sehr, sehr lange her. Ich kann nicht glauben, dass du mir das nie erzählt hast. Na ja, sagen wir mal, mein letzter Wettkampf war nicht gerade der beste. Im ersten Wettkampf haben mich meine Schlittschuhe beflügelt und beschwingt. Ich war leicht wie eine Feder. Im Eiskanal war ich besonders schnell und richtig gut in Form. Dann kam der letzte Wettkampf, das Rennen war knapp. Grisel Grande und ich lagen die ganze Zeit Kopf an Kopf. Aber dann ist es passiert. Irgendwie haben sich meine Skier verkantet. Ein riesiger Sturz. Ich hatte meine Ausrüstung und den Wettkampf verloren. Und jetzt, immer wenn ich meine Skier anziehe, tja. Oma, das habe ich ja alles gar nicht gewusst. Entschuldige, Schatz. Ich dachte, ich wäre darüber hinweg, aber als wir da oben waren, ist alles wieder hochgekommen. Ich versuche seit mehr als 50 Jahren, diesen Sturz zu vergessen, aber leider denke ich so gut wie immer dran. Was ist denn nur schiefgelaufen? Keine Sorge, wir bringen dich schon wieder auf die Piste, klar? Aber zuerst gibt's Kakao. Flüssige Schokolade hat schon viele Probleme gelöst. Hast du meinen Abgang gesehen? Meine Ausrüstung ist überall hingeflogen. Natürlich habe ich das gesehen. Dein Skistock hat mich fast aufgespießt. Aber das hat mich auch auf eine Idee gebracht, wie ich endlich an das Medaillon kommen kann. Wenn Polly gestürzt ist und sich ihre komplette Ausrüstung über den ganzen Berg verteilt hat, werden wir schnell hinunterrennen und das Medaillon stehlen. Gigi, du hast es wieder getan. Keine Namen, bitte. Ich bin Coach Trisell und du bist Gwendor Verfia. Wir sind von woanders her.
Jetzt ist es Zeit für uns, dieses Pocket Girl so richtig stürzen zu lassen. Das wird der größte und beste Sturz des ganzen Jahres. Mehr, Gwen, mehr! Das ist ein Tut mir leid wegen vorhin. Wir sind mal kurz in die Vergangenheit gereist. Alles klar. Ist alles in Ordnung? Ja, schon. Aber ist eine lange Geschichte. Was immer du tust, versprich mir, dass du an einem der majestätischsten Orte der Welt keinen Vulkan hinaufsteigst. Geht klar. In Ordnung. Du bist gerade dabei. Stimmt's? Ja. Also, kann's losgehen, Polly? Ja, hoffentlich. Ich hatte noch keine Zeit für das Snowboard-Cross-Training. Oma war vor Angst wie erstarrt. Ich weiß jetzt, dass sie früher mal beim Winterfest gesiegt hat. Wow, cool. Erzähl weiter. Nicht das mit der Angst, sondern das mit dem Sieg beim Winterfest. Doch dann ist sie gestürzt. Und jetzt will ich alles in meiner Macht Stehende tun, um den Wettkampf für sie zu gewinnen und die Ehre von uns Pockets wiederherzustellen. Also, Gold ist meine absolute Lieblingsfarbe. Und wenn du es gewinnen willst, müssen wir jetzt anfangen. Absolut, ja. Wow, Mama. Achtung, deine Füße. Entschuldigt, ich rufe euch zurück. Der alljährliche Winterfestwettbewerb beginnt jetzt in diesem Augenblick. Liebe Teilnehmer, begebt euch nun zur ersten Station. Eiskunstlaufen! Alles klar, Polly? Ja, ich fühle mich gut. Bleib dran. Dreh die Kamera. Outfit. Check. Ja, perfekt. Denk dran, das Ende deiner Kür ist der schwierigste Teil. Also trink jetzt noch was und mach den Übungen. Verstanden, Coach. Shani, wieso schreist du so? Und was höre ich da? Du sitzt in einem Hubschrauber, richtig? Als nächster Polly Pocket. Doppel-P. P im Quadrat. Das nennt man Alliteration, Jack. Fertig, kann losgehen. Du schaffst das! Ich kann deine Kür schwer beurteilen. Doch wenn's nach dem Applaus geht, rockst du den Wettkampf. So weit, so gut. Viel wichtiger ist, wie sehr liebt die Jury dein Outfit. Oh nein! Versuch, dein Gleichgewicht wiederzufinden. Bleib unten und streck deine Arme aus. Alles in Ordnung? Ja, entschuldige, Oma. Oh, keine Sorge, Süße. Beim nächsten Wettkampf holst du sie ein. Gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab wirklich gewonnen! Ja! Ja! Pass auf dich auf, Polly! Genau, hör auf sie! Sicherheit geht vor! Shani, bist du da? Kameracheck. Hi, sieht gut aus. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Ich hatte ein großes Frühstück und bevor du fragst, ja, natürlich auch einen deiner Bananensmoothies. Und was ist mit den Proteinriegeln für deine Extra-Energie? Hab ich. Was ist zu beachten? Ich habe eine komplexe Matrix entwickelt, um alle Variablen deines Rennens zu analysieren. Nach meinen Berechnungen haben die meisten Teilnehmer Probleme mit zwei schwierigen Kurven. Wenn du konzentriert bleibst, auf dein Tempo achtest und dich hart in diese Kurven legst, solltest du einen Sturz verhindern können und das Rennen gewinnen. Danke, Coach. Die erste Kurve kommt. Leg dich jetzt rein. Mir ist so langweilig. Ich habe meine Fingernägel schon 400 Mal lackiert. Lila, pst. Polly ist mitten in ihrem Lauf. Ups. Los, Polly. Hey, Lila. Wow. Die zweite Kurve kommt gleich. Nimm Tempo raus. Du bist zu schnell. Ah, ich kann nicht lenken. Polly, pass auf. Und klein. Und groß. Hast du das gesehen, Shani? Die Strecke wurde manipuliert. Das ist ja total fies. Ah!
Walkie-Talkies. Ein mächtiger Sturm nähert sich. Oh, sogar das Wetter ist gegen mich. Lustig, obwohl ich gerade mit dem Fallschirm in den Sonnenuntergang gleiten könnte, hänge ich lieber mit meinen besten Freundinnen ab. Oh, du bist ja so süß. Oh, Shani. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich kein gutes Gefühl bei diesem Wettkampf. Polly Pocket, ich habe hier Daten von allen Fahrern und bisher bist du die Beste. Kopf hoch! Mach weiter, Schwester! Wir kennen diese Strecke in- und auswendig, jede Kurve und jede vereiste Stelle, die es zu umfahren gilt. Kombinier einfach dein Können mit meinen Anweisungen. Und meinem Styling. Nichts kann uns stoppen. Ich bin da und werde dich bei jedem Schritt begleiten. Und jetzt raus mit dir und rock das Ding! Also los jetzt! Mir geht's gut. Danke, Shani. Ich fühle mich besser. Oh je. Der Sturm wird stärker. Kriege ich ein Wetter-Update, Coach? Coach? Ich brauche ein Update. Shani? Hörst du mich? Laila? Seid ihr noch dran? Ein Hallo an alle Besucher des Winterfestes. Nach den ersten zwei Wettkämpfen liegt Wendo Fafia an der Spitze, aber der nächste Wettkampf wird eng. Für jeden, außer für Polly Pocket, Gewinnerin des Namenswettbewerbes, aber letzte beim Winterfest. Und nur dieser Wettbewerb zählt aktuell. Fahrer, bitte begebt euch zur Startlinie. Das hier ist der Wettbewerb. Die Creme de la Creme, die ganz große Nummer. Ich brauche dringend Urlaub. Oh, du hast ein bisschen Pech gehabt. Aber keine Sorge, wenn du den letzten Wettkampf gewinnst, hast du immer noch die Chance auf eine Medaille. Zwar nicht die goldene, aber immerhin eine Medaille. Ich bin auf dem letzten Platz. Es stürmt und ich habe meinen Coach verloren. Oh, das ist doch alles sinnlos. Entschuldige, Oma, aber ich steige aus. Polly, Schatz, du kannst doch jetzt nicht aufgeben. Das hast du doch auch. Vielleicht ist dieser Berg einfach nicht für die Pocket-Familie gemacht. Ich möchte nicht, dass du denselben Weg gehst oder in diesem Fall dieselbe Piste nimmst wie ich. Bitte steig nicht aus. Du könntest es für den Rest deines Lebens bereuen. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ich habe keine Angst. Ich bin nur etwas unsicher wegen der riesigen Demütigung, die mich erwartet. Man muss sich ab und zu seinen Ängsten stellen. Gib einfach nur dein Bestes, das ist schon genug. Okay, ich starte, aber nur unter einer Bedingung. Snowboarder auf Position! Start klar! Hui, wie rasant! Und jetzt leg dich hart in die Kurve! Danke, Coach Oma! Jetzt ist die Pocket-Familie zurück auf der Piste. Und jetzt? Da vorne kommt eine scharfe Rechtskurve. Du schaffst das! Hör gut zu, Gwen. Das ist eine Anweisung. Sorge dafür, dass Polly in der Mitte des Rennens an erster Stelle liegt. Sagen wir einfach, sie wird nicht merken, wie ihr geschieht. Verstanden. Was denn? Ich nehme das mal als ein Ja. Du lahme Ente! Kümmer dich einfach nicht um sie, hörst du? Das ist dein Rennen, Polly! Wir sind dicht an ihr dran! Nein, 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 nein! Das ist nicht das, was ich will! Oma, festhalten! Aus dem Weg! Er rollt direkt auf dich zu! Benutzt das Medaillon, Polly! Ja, genau! Super Rennen, Schatz. Das war ganz toll. Ich glaube einfach nicht, dass ich verloren habe. Ich schon. Pex natürlich auch. Hey, ruhig, Pierce. Sei leise.
Ich bin stolz auf dich, Polly. Auch wenn du nicht gewonnen hast, hast du was Gutes getan und dieses Mädchen gerettet. Danke, Oma. Du warst ein wirklich toller Navigator. Nächstes Mal kriegen wir sie. Doch wo kam eigentlich dieser Riesenschneeball her? Das war kein Zufall mit diesem mysteriösen Schneeball. Irgendwas geht hier vor. Ich weiß nur noch nicht, was das genau ist. Was in aller Welt soll das? Ich hab gewonnen, Gigi. Ich hab wirklich gewonnen. Keine Namen, Gwen. Ich sagte keine Namen. Gwen? Grisel Grande. Ich hab sofort gespürt, dass da etwas nicht stimmt. Wie kannst du es wagen, diesen Wettbewerb zu sabotieren? Halt. Welchen meinen Sie, den heutigen Wettbewerb oder den von damals, als Sie Kinder waren? Wie meinst du das, junge Dame? Ja, Sie wissen schon. Als Sie Kinder waren, hat sie ihr Rennen sabotiert. Und heute haben wir gemeinsam Pollys Rennen sabotiert. Familientradition. Oh, das war ein Geheimnis, richtig? Wie hältst du es nur mit dir selbst aus? Sehr gut. Ich bin toll als Mitbewohnerin. Sie haben betrogen? Ganz genau. Aber ihr könnt nichts beweisen. Ich habe gewonnen und Gwen auch. Der Goldpokal des Winterfestes gehört uns. Das sehe ich anders, Grisel. Warte! Hast du das aufgezeichnet? Jede enthüllende Sekunde. Dein Skipass ist ganz offiziell abgelaufen. Aber ihr könnt nichts beweisen. Ich habe gewonnen. Aber ihr könnt nichts beweisen. Betrug? Im Sport? Nun, das werden wir nicht tolerieren. Lassen Sie mich los! So behandelt man keine großartige ehemalige Goldgewinnerin des Winterfestes. Das sind Sie nicht mehr. Wir erkennen Ihnen Ihren Titel ab. Acht, neun, zehn. Ha, genauso viel wie Finger. Sieh mal einer an. Was ist los? Genießt du nach wie vor jede Minute auf Balkonien? Mir ist langweilig. Furchtbar. Und was machst du? Sieht aus, als hättest du Spaß. Oh, gar nichts. Nur ein kleines Gourmet-Picknick an einem spektakulären Wasserfall. Sag nicht, dass mein Souvenir so ein schreckliches Hemd ist. natürlich nicht. Aber du trägst M, richtig? Oh, das ist Polly. Ich hol sie dazu. Hey, ich stehe vor der letzten Abfahrt des Tages und wollte nur anrufen und euch sagen, dass dieser Ausflug echt toll war. Aber ihr fehlt mir so. Ich vermisse euch zwei auch. Oh, wirklich? Ich euch auch. Ihr werdet niemals glauben, was passiert ist. Ich habe Oma zurück auf die Piste gekriegt. Der Wettbewerb lief zwar nicht wie geplant, aber in der letzten Runde bin ich über mich hinausgewachsen. Wenn ich eine Sache aus Quacknophobia 2, die Rückkehr der Ente, gelernt habe, dann, dass Gewinnen nicht alles ist. Und dass Enten Gurken mögen. Wie auch immer. Ich will jedes kleine Detail wissen, wenn ihr zurück seid. Beeilt euch, bitte. Tschüss. Polly, warte. Welche Größe hast du? Sie werden sie schon lieben. Bereit, Polly? Und jetzt noch mal die Snowboard-Cross-Strecke. Nur zum Spaß. Sieht aus, als hätte Oma den Dreh wieder raus. Hey, warte bitte, Flotter McFlitzer. Oh, je! Oh. Also, das war ein echter Abgang. Das Pocket-Spadler-Gehen hat eine Generation übersprungen. Mir geht's gut. Jetzt geht's los. Ich mache den McTwist. Ja, hau rein, Polly. Skate-Chick ist zurzeit so angesagt. Ihr Timing ist perfekt. Na gut. Nur, dass du's weißt, Polly. Der Winkel der Rampe sieht ein bisschen riskant aus. Kein Ding. Ich kann das. Zählt mich runter. 3, 2, 1. McTwist irgendwas damit zu tun, dass man aus dem Fenster fliegt? Kein Traum zu groß, kein Abenteuer zu klein. Komm schon, Rocket Polly Pocket.
kriegst nachher die doppelte Portion Peachy-Lein. Kleiner Rückschlag. Versuchen wir es nochmal. Aber das ist viel zu gefährlich. Shani hat recht. Was, wenn Peaches dich nicht hätte retten können? Dann wären jetzt schlimme Grasflecken auf deiner schönen Hose. Und sogar noch schlimmere Verletzungen. Egal, wie viele Videos ich mir ansehe, mein McTwist ist immer ein McFlop. Vielleicht ist es Zeit für einen IRL-Lehrer. Idealer rumänischer Luftikus-Lehrer? Mega! Meiner Meinung nach ist das die luftikussigste Art. IRL, ein Lehrer im richtigen Leben. Das ist sicher der beste Weg. Aber es gibt nur eine Person, die ich kenne, die den Move tatsächlich beherrscht. Dein Bruder kann den McTwist, aber er kann nicht mit geschlossenem Mund kauen. Er kann nichts außer skaten. Und er ist immer sehr zugänglich, wenn er gerade gefuttert hat. Also ist das perfekt. Hey, Pierce. Weißt du, ich bin in letzter Zeit viel Skateboard gefahren. Aha. Doch irgendwie funktioniert es nicht mit dem McTwist. Der McTwist? Das ist der coolste. Es ist so, du musst dich sicher fühlen, Logo. Aber dann geht es nur noch um den Schwung. Deine Beine sind... Tja... Meine Beine sind was? Was? Weißt du was? Dafür bist du noch nicht so weit, Polly. Und Skateboarden ist mein Ding, nicht deins. Oh, Pierce! Wieso muss er die blöde Großer-Bruder-Karte rausholen? Ehrlich gesagt, denke ich, dass hier was nicht stimmt. Denn er hat nicht das ganze Baguette gegessen. Das ist sehr seltsam. Sollten wir nicht? Absolut, ja. Und klein! Er ist mit dem Skateboard los. Sollen wir? Ja. Also keine Zeit, mir das beizubringen, doch offensichtlich alle Zeit der Welt für diese Jungs. Sollen wir... Das weißt du doch. Und groß! Und dann habe ich gesagt, das sind keine Donuts, das sind meine Räder, Alter. Pierce! Oh. Kennst du etwa diese kleinen Hühner? Zisch ab, Polly. Zutritt nur für echte Skater. Wow, vielen Dank, Bro. Ha, das ist deine Schwester? Und ihr wollt hier abhängen? Hey, hört mal zu. Pierce ist der beste Freund seiner kleinen Schwester. Verzeihung, Dumpfbäckchen. Der Skatepark ist nur für fortgeschrittene Skater. Wir sind fortgeschritten. Mini-Dumpfbäckchen meint, dass sie tatsächlich schon fortgeschritten wäre. Bleib besser bei der Kinderrampe. Die ist eher in deiner winzig kleinen Größe. Oh ja. Skater sind normalerweise so cool. Aber der Typ ist eine Milliarde mal weniger cool, als er denkt. Er ist ein gemeiner Typ. Wir gehören in die Fortgeschrittenen wohl. Wow, der aber auch. Wow, abgefahrene Moves. Danke. Ich bin Polly. Das sind meine Freundinnen Laila und Shani. Freut mich wirklich sehr. Ich bin Amal. Du solltest in der großen Bowl skaten. Du bist klasse. Du meinst in Devins Bowl? Vergiss es, der lässt mich nie da rein. Das ist nicht fair. Der Skatepark sollte für alle da sein. Erklär das mal, Devin. Das werd ich. Und wir holen uns die Bowl zurück. Ich wünsch dir Glück, weil ich hab das Gefühl, du kannst es brauchen. Wartet, Leute! Devin? Wir verlangen, dass du Hamal und jedes andere Kind in dieser Bowl skaten lässt. Ich lass doch nicht so einfach irgendwen in die Bowl, Kleine. Zum Beispiel Pierce. Der Kerl hat bewiesen, dass er gut genug für meine Crew ist. Und um zu meiner Crew zu gehören, musst du loyal sein. Ist doch so, oder? Pierce hat bewiesen, dass er gut genug ist. Das kann ich auch. Das können wir alle, klar?
Keine Chance. Miss Mini-Dumpfbäckchen ist nie so gut wie wir. Wollen wir wetten? Hä? Wir machen einen Skater-Wettkampf. Wenn wir gewinnen, kontrollieren wir die Bowl und lassen jeden rein. Wenn deine Crew gewinnt, kannst du die Kontrolle behalten. Die dümmste Wette aller Zeiten. Wir skaten gegeneinander. Die Death Crew gegen die Mini-Dumpfbäckchen. Möge das bessere Team gewinnen. Das wird Gigi gefallen. Skater-Treff. Wenn wir nicht dort üben können, werden wir die Bowl hier kopieren. Ein perfektes Modell. Der Export der Polygone in deinem 3D-Drucker ist toll. Und ich habe deine Schutzkleidung neu designt, um die Aerodynamik zu maximieren und den Helm zu minimieren. Gut. Bist du bereit, für den Wettkampf deines Lebens zu trainieren? Ja! Und willst du wirklich diese Schuhe zu diesem Kleid tragen? Anspruchsvollste Move, den einer aus Devins Crew machen kann. Du bist die einzige Skaterin in unserem Team, die genug kann, um ihn zu versuchen. Das ist er, der Moment der Wahrheit. Wenn du den Eintrick nicht hingekriegt hast, heißt das nicht, dass du im Wettbewerb nicht der Hammer sein wirst. Warte, wenn Polly der Hammer ist, sollte ihre Schutzkleidung aber nicht unter einen solchen geraten. Da steckt viel Zeit drin. Wie auch immer. Vielleicht kann Hamal den Move ja. Hamal! Alter, so trägt auch keiner eine Mütze. Klar. Besser jetzt. Nein, auf deinem Board sollten Wölfe sein, keine Enten. Alter, Enten sind cool. Sie haben 3 Augenlider und können in Farbe sehen. Ich bin Piers. Ich mag Entchen. Lahm. Hey, wo wir von Enten reden. Duckface! Vielleicht wollte dein Bruder nicht, dass du herkommst, weil er dich vor diesem doofen Kerl beschützen wollte. Ach, so ein Quatsch. Piers und mich beschützen? Leute, wenn ich aufhöre zu üben, dann fällt mir wieder unser Kampf ein gegen den schrecklichsten Typen im Park. Und dann wird mir bloß schlecht. Also, üben ist viel besser. Oh nein! Eine scharfkantige Steinsammlung! Mein Knöchel. Ich glaube nicht, dass ich antreten kann. Kümmer dich jetzt um dich, Hamal. Und wir kümmern uns um den Wettkampf. Aber weil uns nun ein Teilnehmer fehlt, heißt das, dass wir nicht antreten können. Hey, Mädels! Ich habe gerade gehört, dass ihr noch einen Skater brauchen könnt. Ich bin die Richtige. Und zum Glück habe ich auch ein Maskottchen für uns. Es ist echte Wissenschaft, dass Maskottchen einem dabei helfen, Rolldings zu gewinnen. Also, wir müssen gewinnen. Nur dann setzen wir durch, dass alle in Littleton hier skaten können. Hallo, du bist dabei. Wie heißt du? Medaillon. Nenn mich Jung. Das bin ich. Cool, letzter Check an der Schutzkleidung. Layla, noch irgendwelche Änderungen? Wir sehen so heiß aus, dass die Death Crew schmelzen wird, wenn sie uns sieht. Oh ja, wisst ihr, Mädels? Eure Outfits sind ja sowas von abgehangen. Ich frag mich, ob das Medaillon zu schwer ist. Bringt das denn nicht deine Aerodynamik durcheinander? Dazu ist es viel zu klein. Kommt schon, Mädels. Zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. Los geht's, machen wir die Babys fertig. Das ist unsere Bowl. Die Kinder haben doch ihre eigene kleine Bowl. Das ist ein Skaterkampf. Rampen, Halfpipe,
und die fortgeschrittenen Bull. Jedes Team muss den Trick, den das andere Team macht, perfekt ausführen. Wer sich langlegt, ist raus. Der letzte stehende Skater hat gewonnen. Du hättest besser abhauen sollen, bevor du startest. Besser wär's für dich in der Kiddie Bowl. Du hättest... Möge das bessere Team gewinnen. Viel Glück, Pierce. Hey, pass auf dich. Alter, du schüttelst nicht die Hand deines Feindes. Denk dran, sei loyal. Alter, hör auf, so mit meinem Bruder zu reden. Er kann jede Hand schütteln, die er schütteln will. Du lässt dich von deiner kleinen Schwester verteidigen? Wieso tust du das, nachdem ich so uncool zu dir war? Du bist mein Bruder. Kommt schon, Zeit zum Skaten. Einer von euch sollte jetzt anfangen. Ich spare meine Energie für große Nummern auf. Deine Schwester kann wirklich was. Streng dich besser an, Alter. Oder du wirst nie wieder in dieser Bowl skaten. Sie kann ein paar Moves, aber sie wird uns keinesfalls schlagen. Pierce, du wirst für das Team in der letzten großen Runde skaten. Ich? Aber ich hab gerade... Also ja oder nein? Mach hier nicht auf Lamo, Ento, Bro. Die einzigen Entos sind auf meinem Bordo, Devo, und das weißt du. Sieht gut aus für uns. So wie, wir haben wirklich eine Chance gut. Außer für Yong. Sie scheint etwas aus dem Gleichgewicht zu sein. Hey! Wartet auf mich! Tja, jetzt fehlt nur noch die fortgeschrittenen Bowl. Bist du bereit dafür, Polly? Bereit oder nicht, der Tiger sagt, es ist soweit. Nette Moves, meine Homies. Wir rocken das, ha, Mädels? Gigi! Grizel! Natürlich, das war doch klar. Allein ihre Schuhe. Achtung! Gib mir das Medaillon! Ich komm und helf dir, Gigi! Was zum... Hamal, wir müssen sie hinhalten. Wie? Oh nein, seht euch all diese Eichen an, die in die fortgeschrittenen Bowl gefallen sind. Wow, es ist Wettkampfpause, bis wir die Bowl freigeschaufelt haben. Klein!
Cookie, Cookie, sieh mal, was ich hab! Ausgezeichnet, Gwen! Jetzt schnell ins Penthouse! Nein! Wir schneiden ihm den Weg ab! Gigi, wir können jetzt nicht schwimmen gehen. Das Freibad wird doch noch bis zur nächsten Woche renoviert. Das ist eine Abkürzung. Wir machen uns bereit, Littleton mit dem Medaillon zu schrumpfen. Oh, alles klar. Perfekt, sie nehmen die Abkürzung. Los geht's. Schlechter Style auf 2 Uhr. Sie fahren auf den Ausgang zu. Ich bin gleich wieder da. Was? Das geht nicht. Du schaffst das, Polly. Ja, du schaffst das. Gewinnen. Und groß! Oh, Gwen! Ah. Polly, Laila, Shani! Oh, sie dachten, ihr hättet schon aufgegeben. Sieh mal an, wer wieder da ist. Gut, bringen wir das hinter uns, damit ich zurück in meine Bowl kann. Der Wettkampf läuft wieder! Hey, Pierce, möge der bessere Pocket gewinnen. Möge der bessere Pocket gewinnen. Entos Minischwester ist ja noch peinlicher als er. Weißt du was, Devin? Vielleicht macht mein Bruder mich wahnsinnig und ich ihn wahrscheinlich ab und zu auch. Ganz sicher sogar. Doch wer weiß denn schon warum? Aber ich würde ihn gegen nichts auf der Welt eintauschen. Pierce rockt. Ja, rockt meine Skate Crew. Jetzt wird er dich gleich aus dem Skatepark McTwisten. Verstanden? Du hast vorhin gesagt, ich wäre loyal. Ich bin loyal, ganz recht. Zu Polly. Ich bin raus aus deiner Crew. Wow, Pierce. Was? Du bist meine Schwester. Dann spiel mit deiner Schwester. Du bist ersetzbar. Einer von meinen Leuten wird deinen Platz einnehmen. Kein Ding. Wer will? Mach's doch allein, Devin. Ja, wir hauen jetzt ab. Ich werde mit Leuten skaten, die mich zu schätzen wissen. Dann nehme ich's eben allein mit der Dumpfbacke auf. Dann mal los. Dann zeig, was du drauf hast, Devin. Das war alles Absicht. Alles klar? Das war klasse! Toll! Tut sicher weh. Echt schade, dass Devin so Devin war. Ja, und mir tut es leid, dass ich unbedingt cool sein wollte und dabei so, was auch immer ich war. Gehässig? Richtig gemein? Mega uncool und dazu noch unhöflich? Wuhuhu! Seht doch, wessen Bein bald wieder in die Skinny Jeans passt. Wenn er das tut, was der Arzt ihm gesagt hat, kann er schnell wieder skaten. Und bis dahin trainiere ich hier ein paar von meinen Freunden. Sogar Devin. Hey, Devin! Los, alle Mann! Wir sehen uns in der Bowl!
Sieh dir das an!